Kapitel 19. Rook, fragte ich, während ich schwamm, du kennst dich in der übernatürlichen Welt doch aus. Was meinst du? Wird mein Rudel diesen Krieg gewinnen? Für mich ist es die Pest, nicht dabei zu sein. Ich weiß kaum etwas über die Wölfe aus dem Süden, aber nach dem, was ich weiß, finde ich es ziemlich erstaunlich, dass sie so organisiert auftreten. Es hat immer geheißen, Redman Martin sei ein arrogantes Arschloch, insofern ist der Vorstoß verständlich. Trotzdem kommt es mir komisch vor, dass er einen Krieg anfängt, nach dem, was vor Jahren bei der Aufteilung der Rudelgebiete passiert ist. Red Martin war der Alpha der US-Southern Territories und ein Feind meines Vaters. Redman war dafür verantwortlich, dass es zwei US-Rudel anstelle von einem gab. Ich kann mir kaum vorstellen, dass andere Wölfe deinen Vater und sein Rudel besiegen können, antwortete er. Er ist ein starker Anführer und seine Wölfe sind zähe Kämpfer. Ich glaube nicht, dass du dir Sorgen machen musst. Mit Red hatte ich bisher nur selten zu tun, aber so arrogant wie er ist, so faul ist er auch. Wahrscheinlich will er dich an den Höchstbietenden verkaufen oder er hat einen anderen miesen Plan, um schnell Profit zu machen. Vielleicht will Red auch nur eine Rechnung begleichen, die er glaubt, mit deinem Vater noch offen zu haben. Wahrscheinlich hört Reds Rudel auf zu kämpfen, sobald Red merkt, dass du weg bist. Schließlich solltest du seine Kriegsbeute sein. Ohne Beute kein Kampf. Red weiß, dass er eine ernsthafte Schlacht nicht gewinnen kann. Das ist der Grund dafür, dass nicht überall auf den Straßen kampfbereite Wölfe auf uns warten. Sie suchen alle dich. Du hast deinem Rudel einen Gefallen getan, indem du verschwunden bist. Ich hoffte, dass Rook recht hatte. Wir blieben nicht lange im Wasser, da die Zeit knapp war. Rook ging zuerst ans Ufer, und ich beobachtete ihn von der anderen Seite des Tümpels aus. Leichtfüßig bahnte er sich einen Weg über die Felsen und seine Jeans klebte vorteilhaft an allen wichtigen Körperteilen. In kleinen Kaskaden rann Wasser von seinen Schultern über seinen Rücken und sein Haar sah nun viel dunkler aus als im trockenen Zustand. Er neigte den Kopf in meine Richtung, als würde er genießen, dass ich ihn angaffte. Eingebildeter Mistkerl. Exakt in diesem Moment brachte Sonnenlicht seine Augen zum Leuchten. Unglaublich sanftes Grün, beinahe schon weiß. Rook, deine Augen sind der absolute Wahnsinn. Ich schwamm ganz in der Nähe ans Ufer, schirmte die Augen vor der Sonne ab und starrte ihn an. Menschen müssen doch ständig Bemerkungen darüber machen. Wie erklärst du denen deine Augenfarbe? Er zuckte mit den Schultern, als wäre es ganz alltäglich, Diamanten anstelle von Augen zu haben. Wenn ich sie einer Antwort für würdig halte, erzähle ich ihnen, ich hätte die Augen von meiner Mutter geerbt, erwiderte er. Und wenn nicht, sage ich ihnen, dass es sie gottverdammt nichts angeht. Und sie glauben dir? Die Vorstellung, ich könnte anders sein, kommt für sie nicht in Frage. Also gehen sie so oder so davon aus, dass ich ihnen eine logische Erklärung liefern werde. Wenn ich das dann tue, geben sie sich üblicherweise damit zufrieden, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Er bedachte mich mit einem schiefen Grinsen, das ihn menschlicher erscheinen ließ. Aber manchmal erfordert es etwas mehr Raffinesse, sie zu überzeugen. »Hast du die Augen wirklich von deiner Mutter?« fragte ich und ignorierte demonstrativ meine Wölfin, die sich über den letzten Satz ärgerte. »Er gehört nicht uns«, tadelte ich sie. »Er kann mit Raffinesse umgarnen, wen immer er will.« Sie schnappte wütend in der Luft herum. »Man kann es jedenfalls so ausdrücken«, antwortete Rook. »Meine Wandlergene stammen von meinem Vater, wie bei jedem anderen auch. Aber meine Mutter hatte wirklich außergewöhnliche Augen. Das hat man mir zumindest erzählt. Ich kann mich kaum an sie erinnern. Das ist alles sehr lange her.« Er schnappte sich seine Klamotten und ging um den See herum zu dem schwefeligen Rinnsal, das aus dem Felsen strömte. Ich schwamm zu der Stelle, an der meine Jacke hing, und zog mich aus dem Wasser. Dort wandte ich mich sittsam ab und wollte sie gerade überstreifen, um zu bedecken, was die weinnass nun durchsichtige weiße Corsage enthüllte. Da hörte ich, wie Rook sich direkt hinter mir räusperte. »Tut mir leid, Herzchen, aber ich brauche die Jacke. Jetzt!« »Hä?« fragte ich tropfnass, die Arme vor der Brust verschränkt. »Geruchsspur. Unsere Witterung endet an diesem Tümpel.« Ich nahm mit dem Zeigefinger die Jacke vom Ast und hielt sie Rook widerstrebend entgegen. Er griff nach ihr, trat ans Flussufer, fischte ein Stück Treibholz heraus und drapierte die Jacke darauf. Ich sah schweren Herzens zu, wie mein Sichtschutz stromabwärts trieb. »Moment mal, du hast meine Jacke stromabwärts geschickt. Dahin, wo wir hergekommen sind, inwiefern soll uns das helfen?«
Sie wird irgendwann am Ufer treiben. Mit etwas Glück glauben sie, wir hätten den Fluss dort verlassen. Außerdem kann es uns nur helfen, wenn sie deinen Geruch irgendwo stromabwärts konzentriert. Ohne sich noch einmal umzusehen, ging er zum Schwefelbach und fing an, mit den Händen Wasser zu schöpfen und sich auf den Körper zu spritzen. Ich folgte ihm. »Du hast das einzige Mittel zur Wahrung meines Anstands für ein Ablenkungsmanöver, das uns vielleicht 2 Minuten einbringt, stromabwärts treiben lassen?« »Hey, ich nutze jeden Vorsprung, der sich mir bietet.« »Du nutzt, was sich dir bietet, du hinterlistiger Kerl!« Ich stellte mich neben ihn, um ebenfalls in dem schwefelhaltigen Wasser zu duschen. Ich ließ das Wasser in die hohlen Hände laufen und goss es mir über den Kopf. Es stank abscheulich. Es war, als hätte ich meine Nase in faule Eier gesteckt. Wook konzentrierte sich ganz auf seine eigene Dusche. Wenigstens versuchte er nicht, meine Brüste anzugaffen. Andererseits wäre es mir leichter gefallen, ihn nicht zu mögen, hätte er es getan. Stattdessen empfand ich das Gegenteil. Er war einfach so normal. Gar nicht, wie ich es erwartet hatte. Das irritierte mich ungemein. »Wir dürfen nicht vergessen, dass er gefährlich ist, klar?« Meine Wölfin schnaubte nur und lieferte mir, statt mir zuzustimmen, ein Bild von ihm, wie er ohne Jeans aus dem Tümpel stieg. »Hör auf damit! Du bist mir keine Hilfe, er könnte jeden Moment auf uns losgehen oder versuchen, uns umzubringen.« Sie wandte sich ab. »Außerdem scheint er so oder so nicht an uns interessiert zu sein.« Von ein paar launigen Bemerkungen und dem ein oder anderen umwerfenden Lächeln abgesehen, hatte Wook für Interesse an mir keinerlei ernstzunehmenden Signale geliefert. Ich räusperte mich und hoffte, dass meine Stimme normal klang. »Wook, was für eine Wehrkatze bist du eigentlich?« Die Frage schien ihn wirklich unvorbereitet zu treffen. Dann aber kniff er die Augen zusammen und bleckte die Zähne in einem breiten Grinsen. »Ich gebe niemals beim ersten Date intime Informationen preis.« Er widmete sich wieder dem stinkenden Wasser und spritzte sich noch mehr davon auf die Brust. Meine Wölfin leckte sich die Lefzen und mauzte. »Wir mauzen nicht!« Sie stupste mich an. »Komm schon, mir kannst du es doch erzählen. Ich werde dein Geheimnis schon nicht verraten. Ich habe genug anderes, worüber ich mir den Kopf zerbrechen muss. Warum also sollte ich jemandem davon erzählen?« Wir standen dicht beieinander. Wooks Wärme sickerte langsam in meinen Körper hinein. Ich konnte seine enorme Energie spüren und meine Haut kribbelte wieder, als würden 1 Million Akupressurpunkte gleichzeitig gereizt. Mir war klar, dass ich auf Risiko spielte, wenn ich mich so dicht neben ihn stellte, aber ich tat es trotzdem. Wook drehte sich zu mir um. Wasser rann über seinen Körper und verschwand am Bund seiner Jeans. Ein Funke zündete irgendwo tief in seinen Augen und mir raste ein Schauer über den Rücken. Der Kerl ging mir spürbar unter die Haut. »Ich habe seit über 500 Jahren niemandem erzählt, wer ich bin, und ich habe auch nicht die Absicht, jetzt mit dieser Gewohnheit zu brechen«, sagte er. »Wozu die Heimlichtuerei?«, fragte ich. »Was macht es denn schon aus, wenn die Leute wissen, wer du bist?« Ich schüttete eine weitere Handvoll Gestank über meinen Kopf und bemühte mich, mich von Wook ab und dem Felsen zuzuwenden. Felsen haben sicher kein Interesse an durchsichtigen Blüschen und Brüsten. Wenn die Leute wüssten, wer ich bin, könnten sie besser einschätzen, wie ich in bestimmten Situationen reagiere. Zugegeben, die Heimlichtuerei, wie du es nennst, mag nur eine kleine Hilfe sein, aber das Unbekannte ist furchterregender als die Realität. Er grinste. Jedenfalls in der Regel. Er überragte mich auf beinahe einschüchternde Weise. Seltsamerweise fühlte ich mich durch ihn überhaupt nicht bedroht. Das machte mich nervös. Denn er war ein Raubtier und aller Wahrscheinlichkeit nach ein natürlicher Feind meiner Art. Ich sollte mich in seiner Gegenwart ständig bedroht fühlen. Mir sollte sich alles sträuben und ich sollte die Zähne fletschen. Wandler kommen äußerst selten mit anderen Wandlern zurecht. Wir sind Tiere. Tiere kämpfen. Sie planschen nicht gemeinsam im Wasser. Meine Wölfin sollte das Bedürfnis haben, Wook die Reißzähne in den Leib zu schlagen und ihm die Halsschlagader zu zerfetzen, statt sich seinetwegen aufzuführen wie ein Teenie bei einem Popkonzert. Statt Wook aber das Herz herauszureißen, ließ sie die Zunge heraushängen und genoss den Anblick. »Steck bloß die Zunge wieder in den Mund, du bringst mich in Verlegenheit!« Ich hörte auf, mir Wasser über den Kopf zu schütten und verdaute, was Wook gerade gesagt hatte. »Nur fürs Protokoll, wenn die Leute dich für einen, sagen wir, einen Säbelzahntiger halten, dann hätten sie mehr Angst vor dir, als wenn sie herausfänden, dass du beispielsweise eine gewöhnliche Hauskatze bist?
Ist es das, was tatsächlich hinter all dem geheimnisvollen Nimbus steckt? Rook lachte. Teufel nochmal, Jessica, ein schüchternes Pflänzchen bist du eindeutig nicht, das steht mal fest. Er schüttelte den Kopf und besprengte uns beide mit Wasser. Mein geheimnisvoller Nimbus, wie du das so hübsch benannt hast, hat mir immerhin den Ruf als der knallharte Kerl vom Dienst eingebracht. Wenn du Gerüchten und Furcht ausreichend Nahrung gibst, macht dir das deine Arbeit verdammt viel einfacher. Ich mag es so. Punkt. Er nagelte mich mit seinen Augen fest. Und ich kann dir versichern, dass ich ganz bestimmt keine Hauskatze bin. Wieder lachte er. Ich aber erstarrte. Er hatte mich bei meinem Namen genannt, in einem Ton, als wären wir vertraut miteinander, vertrauten einander. Mir war das Blut in den Kopf geschossen, dass es in meinem Hirn nur so rauschte. Meine Wölfin und ich hatten gleichzeitig aufgemerkt. Rooks Worte hatten eine physische Wirkung auf uns erzielt. Mein Puls raste, mein Blut schoss immer wilder in Wellen durch meine Adern und ich erschauderte, als es durch alle möglichen und unmöglichen Stellen meines Körpers pulsierte. »Ich kenne diesen Kerl nicht einmal. Er dürfte keine Wirkung auf uns haben. Was ist da gerade passiert? Warum reagiert unser Körper auf diese Weise?« Meine Wölfin war zu sehr damit beschäftigt, aufgeregt, kläffend im Kreis herumzulaufen, um mir zu antworten. Außerdem fiel es mir schwer, mich auf mich und meine Wölfin zu konzentrieren. Denn Wook hob erneut die Arme über den Kopf. Wasser strömte über sein Gesicht und seinen Oberkörper. Ein leiser Laut entschlüpfte mir. Ich fuhr mit den Händen an die Kehle. Verzweifelt hoffte ich, dass dieser Laut nicht hörbar gewesen war. »Herrje, du musst damit aufhören, beruhig dich! Krieg's in den Griff! Wir werden nicht mit jedem Mann Sex haben, der uns über den Weg läuft!« Meine Wölfin war kurz davor, Salty zu schlagen. »So sehr kannst du doch gar nicht auf diesen Kerl abfahren. Er ist ein Söldner, der angeheuert worden ist, um uns auszuspionieren, vielleicht sogar um uns zu entführen. Wir gehen keinen Schritt weiter in diese Richtung, hörst du?« In ihrer ganzen Ekstase hörte sie mir nicht zu. Ich beließ es dabei. Wir kletterten steil bergauf. Unsere nassen Kleider und Schuhe trockneten in der Hitze ziemlich schnell, glücklicherweise. Rook hatte die Führung übernommen und sich bisher nicht ein einziges Mal umgesehen. Ich hatte keine Ahnung, ob das ritterlich gemeint war oder ob er nur möglichst schnell einen sicheren Ort erreichen wollte. Nach ein paar Stunden beschleunigte ich meine Kletterei und verkürzte den Abstand zu ihm. Der Schwefel hatte bestimmt geholfen, uns für eine Weile zu tarnen, aber als der Geruch allmählich verflog, nahm ich deutlich den schweren Nelkenmoschusduft wahr, der Rook aus jeder Pore kam. Unser Geruch gehörte zu uns, er ließ sich nicht einfach abschalten. Die Wölfe aber hatten ihn längst abgespeichert und konnten ihn aufspüren. Das war nur eine Frage der Zeit, wir hatten höchstens einen Tag. Unter einem großen Baum hielt Rook inne. Ich holte zu ihm auf. Als ich stehen blieb, grollte mein Magen, als würden in meinen Innereien Felsen pulverisiert. Rook zog die Brauen hoch, ich zuckte mit den Schultern. »Was? Ich bin hungrig!« Wieder grollte es. »Streich das, ich könnte ein ganzes Restaurant verschlingen.« »Wir sind beinahe da und in der Hütte gibt es etwas zu essen.« Er ging weiter. Nach meiner ersten Wandlung war ich ein ganzes Jahr lang unersättlich. Ein leises Schnurren lag in seiner Stimme. In mehr als einer Hinsicht. Ich war ihm gefolgt und fing mich gerade noch rechtzeitig, um nicht im Sturzflug zu Boden zu gehen. Ich darf mich also darauf freuen, dass dieser Zustand ein ganzes Jahr dauert? So ungefähr. »Weißt du«, erklärte ich, »das ist kein normaler Hunger. Er ist eher so, als würde ich versuchen, etwas anderes zu füttern, etwas, das viel mehr will, als ich ihm geben kann. Nahrung sättigt es nicht. Das ist wie eine riesige Leere, die anscheinend nichts füllen kann.« »Du gehst nach frischem Blut.« Ich blieb wie angewurzelt stehen. »Was meinst du mit frischem Blut?« »Ich werde niemanden umbringen, nur um meinen nervösen Magen zu beruhigen. Das wird nicht passieren, niemals.« »Nein, ich meine, du musst auf die Jagd gehen.« Rook wurde langsamer und drehte sich zu mir um. »Du weißt schon, Kaninchen, Eichhörnchen, die Jagd ist das, wonach dein Körper verlangt, und frische Beute wird den wahren Hunger zurücktreiben. Dein Körper geht nach Blut.« Er zwinkerte mir zu und hob die Hand. Als ich nicht reagierte, sagte er, »Du weißt gar nicht, wovon ich rede, nicht wahr?« Ich schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe erst eine Wandlung erlebt,
Und, naja, sagen wir, es ist nicht besonders gut gelaufen. Ich bin nicht mal ganz sicher, ob ich überhaupt in der Lage bin, mich noch einmal erfolgreich zu wandeln. Ohne Unterstützung. Bisher hatte ich noch keine Gelegenheit, einen Werwolf für Anfängerkurs zu belegen. Wenn lange genug darauf verzichtet wird, mich umbringen zu wollen, kann ich ja vielleicht ein paar Lektionen dazwischen quetschen. Aber bisher weiß ich das, was ich mein Leben lang als Außenstehende beobachtet habe, und mehr nicht. Rook wandte sich wieder ab und ging weiter den felsigen Hang hinauf, und ich folgte ihm. Vielleicht kannst du dich wandeln, wenn wir in der Hütte sind, sagte er. Ich bin zwar gewiss kein Wolf, aber ich bin schon seit mehr Jahren, als ich zählen kann, ein Wandler. Vielleicht kann ich dir helfen. Vielleicht. Eine Wandlung erfolgreich abzuschließen, könnte mein Ticket zurück zu meinem Rudel sein. Als Wölfin wäre es für mich ein leichtes, schnell einen anderen Weg hinaus aus diesen Bergen zu finden. Aber nur, dass du es weißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich dich anstelle des Kaninchens verspeise, wenn ich mich wandle. Ich habe keine allzu große Kontrolle darüber, und ich kann dir nicht versprechen, dass die Sache nicht aus dem Ruder läuft. Das ist genau das, worauf ich mich verlasse. Er lachte den ganzen Weg bis zur nächsten Lichtung. Die Hütte war einfach und wunderschön. Die gealterten Baumstämme, aus denen das kleine Häuschen errichtet worden war, waren verwittert und so grau wie die Asche von Holzkohle. Das Metalldach hatte eine hübsche braune Patina, und ein zierlicher, aus flachen Flusssteinen gemauerter Schornstein zog sich an einer Seite empor. Außerdem fielen mir ein paar neue Riegel und saubere Dielen auf, die mir verrieten, dass Wook erst kürzlich ein wenig Zeit in die Hütte investiert hatte. Wow, das ist ja richtig bezaubernd, meinte ich, als wir auf die Lichtung traten. Und ziemlich überraschend. Wie hast du die Hütte hier oben im Nirgendwo gefunden? Gleich hinter dem Holzhaus ging es weiter bergab, und der Hang umrahmte es mit der Grandiosität eines Ölgemäldes. Ich habe viel Zeit in diesen Bergen zugebracht, antwortete Hook. Wenn man so viel Zeit wie ich damit verbringt, die Wälder zu erkunden, muss man irgendwann irgendetwas entdecken. Er deutete rechts an der Hütte vorbei. Dort hat es einen holprigen Pfad gegeben, der zu einer verlassenen Mine ein paar Kilometer östlich von hier geführt hat. Ich dachte mir, die Hütte muss einem der Minenarbeiter gehört haben, der beschlossen hat, das ganze Jahr hier oben zu leben. Wook zuckte mit den Schultern. Das halte ich jedenfalls für wahrscheinlich. Wie kommt es, dass sonst niemand über sie gestolpert ist, dass keine Menschen sie entdeckt hatten? Hier und da sind schon ein paar Menschen herumgestolpert, aber es gibt keinen einfacheren Weg hier herauf als den, den wir gerade hinter uns haben. Und das war eine ziemlich anstrengende Kletterei über einen steilen Berghang gewesen. Hier landet man in jeder Richtung irgendwann an einem Steilhang. Die alte Mine ist schon vor Jahren bei einem Erdrutsch eingestürzt und verschüttet worden. Dabei ist jeder einfache Aufstieg verschwunden, den es hier gegeben haben mag, lange bevor ich diese Stelle entdeckt habe. Ich habe versucht, das Land zu verkaufen, aber es gehört dem Staat, zu viele bürokratische Hürden. Die Hütte aber ist nirgends verzeichnet. Sollten Menschen sie je für sich entdecken, werde ich einfach weiterziehen. Das Häuschen erinnerte mich auf sonderbare Art an mein Zuhause. Es hatte nicht viel mit dem eleganten Landhaus meiner Kindheit gemein, aber die Hütte, zu allen Seiten von sanftigen grünen Hängen und alten Wäldern umgeben, fühlte sich gut an, wirklich gut. Du hast gesagt, es gibt etwas zu essen? Gleich drin. Wieder lachte Wook und ging zur Tür. Ich fand es nicht erfreulich, dass er alles, was ich tat, offenkundig schrecklich komisch fand, aber wenigstens hatte er einen angenehmen Bariton. Marcy hatte recht, ihm zuzuhören war nicht das Übelste. Er drehte den Knauf und ging hinein. Kein Schloss? Ich folgte ihm durch die Tür. Nicht nötig. Wenn jemand unbedingt rein will, könnte er auch ein Fenster einschlagen. Glas den Berg hinauf zu schaffen, ist eine ziemliche Plackerei. Also dachte ich mir, wenn ich nur von Zeit zu Zeit ein paar Lebensmittel ersetzen muss, ist es leichter, als ständig Fensterscheiben herzubringen. An der Wand zur Linken verlief eine Arbeitsplatte aus Holz mit einer Aussparung. An der Wand zur Linken verlief eine Arbeitsplatte aus Holz mit einer Aussparung für eine Spüle, an deren Stelle jedoch eine alte Plastikwanne saß. Handgefertigte Schränke hingen über der Arbeitsplatte an der Wand und umrahmten genau in der Mitte zwischen ihnen ein Fenster mit vier einzelnen Scheiben.
Schranktüren gab es nicht, so dass ich reihenweise Dosen und Lebensmittel sehen konnte. Schnurstracks ging ich auf die Nahrung zu. Mais, Bohnen, Früchte, Chili las ich und drehte ein paar der Dosen so, dass ich erkennen konnte, was auf den Etiketten stand. Wuck, du könntest hier oben ein eigenes Restaurant eröffnen. Die bezaubernde Berghütte. Ich schnappte mir eine Dose Chili. Was dagegen, wenn ich das einfach kalt esse? Ich musterte den kleinen Propaganda-Campingkocher in der Ecke, aber das hätte in diesem Moment wirklich zu lange gedauert. Du kannst essen, was immer du willst. Leg los. Wuchs Arm schob sich an meiner Hüfte vorbei. Ich war so überrascht, dass ich zusammenzuckte. Verdammt, ich musste endlich aufhören, so empfindlich auf ihn zu reagieren.